Was geht ab? Wir haben Montag, 21. März, glaube ich, 2022. Uhrzeit ist egal und mein YouTube-Kanal hatte vor 2050 Abonnenten oder sowas. Und Klicks, irgendwie so 20 Milliarden oder sowas. Philipp und Marc wissen Bescheid. Besser, ja, die sagen es immer unter dem Video. So, gestern hat Eintracht Frankfurt gespielt. Um 15.30 Uhr gegen RB Leipzig. Ja, was soll man dazu sagen? Das Spiel ist natürlich exakt so ausgegangen, wie ich es vor dem Video gesagt habe. Halt nicht in YouTube, aber ich habe es gesagt. Irgendjemand hat es bestimmt gesagt. Ja, 0:0. Es war ja klar. Es war ja klar. Dafür, dass es so klar war, dass es 0:0 ausgeht für mich, bin ich gestern 20 Tote gestorben, weil ich weiß, so viele Herzinfarkte bekommen wie gestern. Ich hatte, glaube ich, multiple Herzinfarkte am Stück. Yes. Oh mein Gott, Eintracht Frankfurt, du bist nichts für schwache Nerven. Ja? Es war ja klar, dass wir 0:0 spielen, weil die Mannschaft ist müde. Was war das? Das ist das fünfte Spiel innerhalb von 14 Tagen. Darunter Euroleague und Liga und hin und her und das ganze Prozedere. Es war ja abzusehen, dass die Mannschaft müde ist. Wir spielen jedes Spiel mit derselben Aufstellung, denn unsere zweite Reihe ist mit ein paar Ausnahmen nicht mal ansatzweise so adäquat gut wie unser erster Anzug, der da immer spielt. Und muss man einfach sagen, oder? Also gibt wenig. Also wir haben, der immer so einfällt, jetzt Hasebe, kannst du ohne Probleme bringen. Hauge, ja, macht es schon ganz gut. Rustic ist auch ganz gut, wobei er mir gestern mich auch auf die Palme gebracht hat. Und jetzt egal, muss man jetzt nicht darüber reden. So, ja. Jedenfalls haben wir 0:0 gespielt, wir haben gespielt mit derselben Mannschaft wie immer. Und was war das für ein Spiel? Ja, verdammte Scheiße. Erstmal kriegst du die Hiobsbotschaft, was wegen Barca spielen. Dann Barca, ich frage mich bis heute, warum? Warum muss Barca unbedingt Aubameyang holen? Von allen Spielern auf der Welt holen die Aubameyang, weil der eh schon abgekackt ist in Arsenal. Hat da nichts mehr gerissen und sowas. Ist auch schon ins Alter gekommen, ist nicht mehr der Schnellste, so wie ich gehört habe. Warum holen die den? Ja? Das Problem ist, es gibt so eine Handvoll Spieler, ich weiß nicht warum, aber die treffen immer gegen die Eintracht. Immer. Ja? Und gestern ist auch ein Mysterium passiert, in dem das Gleichgewicht des Universums durcheinander gekommen ist, weil Paulsen hat nicht gegen die Eintracht getroffen. Er wurde eingewechselt. Das war beim Bayern-Spiel so, das habe ich damals schon gesagt. Ich wusste, als ich Sané an der Seitenlinie gesehen habe, der wird ein Tor machen gegen die Eintracht. Das fuckt ab. Und es war so. Bei Paulsen ist es eigentlich auch so. Deswegen, ich weiß nicht, was gerade hier los ist. Ob wir in der Matrix sind, nicht in der Matrix sind. Ob wir in irgendeinem Paralleluniversum existieren, gerade im Metaverse oder sonst was. Ich weiß es nicht, ja. Aber Paulsen hat nicht getroffen. Das war schon mal gut, ja. Aber ey, liebe Leute, gestern Eintracht Frankfurt. Ich kann verstehen, dass du müde bist. Ich kann verstehen, dass du ja einfach auch mal, es wurde dir zu viel. Aber gestern kannst du dich einzig und allein bedanken beim lieben Kevin Trapp, was er da rausgeholt hat. Ich habe nicht umsonst irgendwo heute schon irgendwo die Überschrift gelesen. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Auch nur die Überschrift nach dem Motto, dass Kevin Trapp wohl in der Nationalmannschaft auch irgendwie besser angesehen wird seit neuestem und wahrscheinlich irgendwie hochrücken könnte. Weiß ich nicht. Aber ey, mehr als verdient, definitiv, ja. Und ey, was Trapp da gehalten hat, ey, das Spiel, wirklich gefühlt Eintracht Frankfurt einfach nicht eine Chance gehabt, ja. Wie ich solche Spiele hasse, ja. Ich weiß, wenn du Eintracht Frankfurt müde warst, okay, was willst du sagen? Bist müde, was soll ich dir sagen? Ja? Aber ey, dieses hinten reinstellen und einfach nur, manchmal stellt man sich rein hinten und kämpft noch dagegen an, kein Tor zu kriegen. Ja? Gestern, ich will nicht sagen, dass Eintracht Frankfurt nicht gekämpft hat und nicht dagegen gehalten hat, das haben die, ja. Aber ey, ich habe mir schon echt überlegt gestern, ob was da abgeht, ob Eintracht Frankfurt eine Wette verloren hat. Ob die gesamte Mannschaft eine Wette verloren hat gestern, denn oder ob die eine Tippgemeinschaft gegründet haben und gegen sich gewettet hat. Also
wie Eintracht Frankfurt gestern Leipzig eingeladen hat. Eingeladen hat mit Ballverlusten, Abspielfehlern. Hat nicht der Kommentator oder irgendwas gesagt, das ist Nummer 1 mit Ballverlusten in der Liga? Also alles andere wäre ja auch ein Witz. Was gestern, Lenz, das ist jetzt blöd natürlich, aber nichts gegen dich und sowas, aber ich bin gestern schon ausgerastet, hat meine Hand irgendwo kaputt geschlagen, weil du bist nicht eine Sekunde auf dem Platz, dann kommt der Ball in deine Richtung und ich weiß nicht, wie du bist über deine eigenen Beine gestolpert oder was, ich weiß nicht, was das war. Jeder kann sich bestimmt an die Situation erinnern, die so symbolisch ist für das komplette Spiel gestern. Ich weiß nicht, wie du da gestolpert bist, über deinen eigenen Bein hast, du den Ball nicht bekommen hast und sofort der Gegner einen Gegenangriff einleiten kann. An dieser Stelle muss ich auch einfach sagen, ey, ob man Leipzig mag oder nicht, niemand mag Leipzig natürlich. Also ich mag Leipzig auch nicht, klar. Aber ich weiß nicht, was der Tedesco da gemacht hat, aber das ist nicht das Leipzig, was davor das Leipzig war. Ja. Die sind gut. Die sind gut. Muss man einfach sagen. Die spielen echt krass und schnell und schnörkellos nach vorne. Und dieser Nkunku, hat man den ausgegraben? Verdammte Scheiße, Mann. Der könnte ich mir... Also, komm mal zu Frankfurt jetzt. Ja, ja, Silva hat auch nicht getroffen gegen die Eintracht. Das ist schon mal gut. Aber was sie da an Chancen hatten, was Trapp gehalten hat, was... Achso, ich habe ja komplett... Ich wollte doch sagen, dass Barca gestern 4-0 gegen Real gewonnen hat. Gerade jetzt, ja. Natürlich. Man hört, man spielt gegen Eintracht Frankfurt. Auf einmal, man gewinnt 4-0 gegen Real, ja. Es schießt sich in die Form seines Lebens, ja. Um dann nur von Eintracht Frankfurt abgeschlachtet zu werden. Ja, verdammte Scheiße. Nee, Eintracht, wirklich. Wenn du so Angsthasenfußball, ich schiebe es jetzt einfach mal auf deine Müdigkeit, ja. Aber wenn du so ein Angsthasenfußball spielst wie gestern, wo einfach auch nach vorne nichts funktioniert, wirklich, Kostic kam dreimal zum Flanken, dreimal hat er den Gegner getroffen gefühlt. Eine Flanke ging, glaube ich, zum Torwart. Ja, also ich sag ja nicht, dass ihr Scheiße gespielt habt. Gottes Willen, ihr habt gekämpft, einen Punkt gerettet und das ist auch, glaube ich, ist nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt auswärts gegen Leipzig, muss man auch einfach so sagen. Vor allen Dingen, unsere Formkurve zeigt immer noch weiter nach oben. Nicht verloren seit unzähligen Spielen und alles schön und gut, ja. Nur, wir haben so ein Schwein gehabt, die machen ein Abseitstor, das wird nicht gegeben, war Abseits, okay, Gott sei Dank. Zweimal treffen die Latte oder was das war, Pfosten. Dass wir gestern nicht verloren haben. Ich sag mal so, es gab so viele Spiele, wo wir kein Glück hatten die Saison. Natürlich sehr viele Last-Minute-Tore, da war das Glück schon auf unserer Seite, aber gestern. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir das Glück nicht für den Rest der Saison aufgebraucht haben mit dem Spiel gestern, weil das war schon eine Darbietung, die ihresgleichen sucht an Einladungen den Gegner. Man hätte sich beschweren sollen, beschweren können, wenn Leipzig wieder 6-0, 7-0 gewonnen hätte, ja. Und die Verteidiger waren nicht mal schlecht, so, ja. Nur, was wird teilweise. Und ich muss auch einfach sagen, wirklich, also versteht das nicht falsch. Ich weiß, es ist, ja, aber ich meine es objektiv, wirklich objektiv. Ja. Ich fand erstmal das Spiel von Rode nicht gut. Alles andere als gut, ehrlich gesagt. Aber viele haben gestern scheiße gespielt, muss man einfach sagen. Also mit was diese Abspielfehler und Konzentrationsfehler und sowas angeht, ja. Aber ich weiß nicht. Ey, das klingt hart. Es klingt hart, aber ihr könnt gerne eure Meinung dazu sagen und auch äußern und sowas. Ich weiß, es klingt hart so, aber das ist wie... sorry, Mann, aber das ist wie, wenn du ein Haustier hast und es geht zum Ende hin und du musst dich einfach entscheiden, so, ey, es leidet doch nur noch. Es leidet doch nur noch, du musst dem ein Ende setzen, ja? Sorry, ja, das ist schlimm. Ja, ich weiß, das ist schlimm, aber was soll das denn sein? Er spielt gerade mal so immer eine Halbzeit oder sowas, Pi mal Daumen, für mehr reicht es nicht mehr so und dann muss er immer ausgewechselt werden und das, ey, ich weiß nicht, also klar, er ist ein guter Spieler und er hat eine Erfahrung und hin und her und aber versteht mich nicht, ich weiß es nicht, das ist irgendwie, es fühlt sich nicht mehr richtig an, so wenn ich weiß, er kommt rein und muss eh gleich ausgewechselt werden, so, ja, dann ja, es ist einfach meine Meinung, was soll ich dazu sagen, ja, und gestern das Spiel fand ich auch echt fürchterlich
Und Saw hat gestern auch stark gefehlt. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu sagen, ob es noch Sinn macht, ja, oder vielleicht schon eher so langsamer etabliert werden in den Verein, irgendeine andere Aufgabe für in der nächsten Zeit auch zu übernehmen. Und ihr wisst schon, was ich meine, ja. So. Ansonsten, wie gesagt, Barca hat sich warm geschossen. Eintracht, hat Leipzig warm geschossen quasi, aber selbst nichts für die Offensive getan. Hat sich echt nur noch auf Verteidigen konzentriert. Wobei man nicht sagen kann, wir waren defensiv eingestellt. Also sprich, das Personal war dasselbe. Nur halt, vielleicht war der Trainer gesagt, heute mehr nach hinten machen und sowas, ja. Ich kann es euch nicht sagen. Gestern war kein guter Tag für Offensivfußball. Aber Leipzig ist auch eine starke Mannschaft, ja. Jetzt, gut, die anderen haben gepatzt. Bis auf Leverkusen, also sagen wir Freiburg und Hoffenheim. Das sind auch die zwei Mannschaften, die noch weiterhin patzen müssen. Wir spielen noch, wenn mich nicht alles täuscht, gegen beide. Und Leverkusen. Können uns natürlich jetzt mit Fürth auch einschießen auf Barca. Nochmal einen Push rausholen. Und dann liegt es in der Liga wirklich an uns. Also wenn wir gegen... Wir haben halt wieder diese Endspiele. Nur halt, vielleicht kann es Eintracht ja anders. Letzte Saison. Also ich lege mich mal fest, dass wir Endspiele haben. Ja, weil wir haben zu wenig Spiele. Es ist unsere Schuld. Wir haben zu oft verkackt. Zu oft Punkte liegen lassen in der gesamten Saison. Wo du ja in den Kopf greifst, wie du so da Punkte liegen lassen konntest. Pech, es ist jetzt halt so. Es ist noch nicht komplett vorbei. Ja, es liegt in der eigenen Hand. Letztes Jahr waren wir vorne. Und die anderen haben uns eingeholt und wir haben verkackt. Jetzt sind wir die Verfolger und es liegt in unserer Hand. Wir haben quasi jetzt, man muss es einfach so sagen, jedes Spiel ist quasi ein Endspiel. Ja, ich leg mich fest, wenn wir die nächsten ein, zwei Spiele verlieren und unsere Konkurrenz vor uns gewinnt, dann was ist mit europäisch Fußball nächste Saison. Ja? Es sei denn, wir zerlegen Barca in seine Einzelteile. Und danach, gegen was spielen wir? West Ham oder sowas wahrscheinlich. Und dann Leipzig im Finale. Ach, ich weiß nicht, ja. Jedenfalls, was übrigens auch irgendwie unfair ist, ja, weil Leipzig durch den Umstand, wie sie jetzt in die nächste Runde gekommen sind, ein Spiel weniger haben, zwei sogar, an den Knochen. Ja. Tja, also da darf sich Leipzig nicht beschweren. Dann ist es, glaube ich, gestern auch ein verdientes Unentschieden gewesen. So, ja, was soll ich sagen? Es ist einfach so, wie es ist. Man muss dieses Unentschieden feiern wie ein Sieg. Als andere steht außer Frage, wenn Eintracht Frankfurt scheiße spielt oder nicht gut spielt oder einen Sieg nicht verdient hat, dann muss man es auch einfach sagen. Und Eintracht Frankfurt hat einfach nichts dafür getan, um zu siegen. Ja? Die haben dafür getan, um einen Punkt zu holen. Das Mission erfüllt. Respekt, Mission erfüllt. Man hat sich ein Ziel gesetzt, hat es erfüllt. Also da kann man auch niemand böse sein. Ja, so. Jetzt geht's weiter. Fürth kommt. Und, also ich weiß nicht, ob Fürth kommt oder wie zu Fürth geht, ist mir auch egal. Und ja, Barca hat sich, wie gesagt, warm geschossen. Ist egal, Eintracht Frankfurt. Ich gebe dich nicht auf. Ja. Nur gegen Barca kannst du nicht so auftreten wie gegen Dings. Ja. Da gibt es nichts mit diesem hinten reinstellen. Du musst die auch attackieren. Ja. Wir wissen doch alle, wie Aubameyang spielt. Der war früher schnell. Ja, das heißt, der kriegt seine Pässe und der muss laufen, wenn er noch überhaupt irgendwas kann, der geschwindigkeitsmäßig. Ja. Den musst du ablaufen, den musst du aus dem Spiel nehmen. Ansonsten hat Barca doch jetzt nicht so die. Also Barca ist auch nicht mehr das Barca, was es mal war. Muss man auch einfach dazu sagen. Und Xavi macht da wohl sehr gute Arbeit. Ich verfolge das nicht so krass, aber ja, ist doch gut. Soll er machen. Ich freue mich ja auch für ihn und für die Mannschaft und was weiß ich so. Es war ja nur noch armselig in letzter Zeit, was bei Barca abging. Schade, dass sie jetzt wahrscheinlich wieder die beste Form ihres Lebens erhalten. vor der Eintracht, aber das macht nichts. Ja? Eintracht Frankfurt will den Euroleague-Pokal haben. Und dafür muss man auch mal Barcelona ausschalten, ja, ganz einfach, gehört dazu, ja, und wie Glasner richtig gesagt hat, ey, wenn du den fünften schlagen kannst, kannst du auch den dritten schlagen, ganz ehrlich, und kannst auch den ersten schlagen, bringst einfach ein paar Leute mehr mit, dann kannst du jeden schlagen, ganz einfach, so, okay, ja, ey, es ist heiß, ich weiß, es ist voll heiß, ich habe mich angezogen wie in Sibirien, Alter. Wir haben 20 Grad, was passiert hier, mein Hund kackt ab hier, so, okay, ey, gleich gehen wir, so, okay, ey, ich mach mal Schluss,
ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Sagt mal eure Meinung zu irgendwas, mir egal. Und ja, es ist eigentlich fürchterlich, dass ich die ganze Zeit im Kreis fahre, merkt ihr das? Und es passiert hier einfach gar nichts, ja. Parkplatztechnisch. Aber gut, das ist nicht euer Problem, das ist wohl mein Problem. Und gut. Ja, Eintracht Frankfurt, super, super, weiter. Ja, in der Liga haben wir jetzt was, 7 Spiele noch? 6 oder 7 Spiele, auf jeden Fall ist jedes ein Endspiel. Und ja, ja, mal sehen, mal sehen. Also von den ganz harten haben wir noch Leverkusen vor uns, meiner Meinung nach. Wobei die auch durch den Ausfall von Wirtz und so, wer weiß. Aber ja, Freiburg und Hoffenheim werden auch brauchen. Ja, muss man machen. Aber wenn Hoffenheim gegen Hertha verliert, dann, dann muss man auch, also man muss jetzt einfach alles gewinnen in der Liga, ja. So, in dem Sinne, haut rein, ciao, ciao, alles wird gut, schreibt mir, was ihr wollt unter das Video und ey, ihr müsst liken. Yeah. Soll ich das wirklich immer noch sagen, soll ich es immer erwähnen, soll ich dieses Quatsch, diese ganzen YouTube-Idioten immer erzählen, like, like mein Video. Ihr müsst einfach liken, ganz einfach, verdammte Scheiße, ja. Wenn ihr nicht liked, dann, keine Ahnung, macht YouTube mir kein Geld geben. Deutsch, Katastrophe, aber egal. So. Also, chill mit Ö, alles wird gut und ja, Eintracht Frankfurt, also dieser eine Punkt, der war nicht ergaunert, ja, gestern, aber hast du gut gemacht. Also, tschüss jetzt.